Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es darum, was ist eigentlich ein virtuelles Kraftwerk? Ein virtuelles Kraftwerk ist am Ende eine Vielzahl von dezentralen erneuerbaren Energienanlagen, die mit einer Schaltzentrale, mit einer Steuerungszentrale verbunden sind. Das heißt, es sind ganz viele einzelne Anlagen, die zum Beispiel bundesweit verteilt sein können, die aber IT-technisch zusammengeschlossen werden, die praktisch angefunkt werden können und von einer Steuerzentrale aus dann eben auch hoch und runter gefahren werden können. Teil dieses virtuellen Kraftwerks sind jetzt also ganz viele dezentrale Anlagen. Um was handelt es sich dabei? Das sind Photovoltaikanlagen, also Solaranlagen, das sind natürlich Windkraftanlagen, das sind Wasserkraftanlagen, das sind Biogasanlagen, als eine ganz wichtige Ergänzung, weil Biogas kann eben auf Knopfdruck erzeugt werden, während ja Wind und Solar eher von natürlichen Umständen abhängig ist. Das sind aber auch Blockheizkraftwerkanlagen, die zum Beispiel auch erneuerbar betrieben werden können. Das sind aber auch natürlich Speicheranlagen und teilweise auch Verbraucher, das heißt lasterzeugende Anlagen, die eben dann hochgefahren werden können, wenn man in diesem Moment mal mehr Verbrauch, also mehr Last im System gebrauchen kann, damit das Stromnetz ausgeglichen werden kann. Der Sinn von diesem virtuellen Kraftwerk ist eben, diese ganzen dezentralen Anlagen zusammenzuschließen und die eben aus einer Richtung heraus anbieten zu können, als zum Beispiel Vermarktung an der Strombörse. Das heißt, man kann im Prinzip ja zusammenstellen, was habe ich da für Anlagen, zu welcher Uhrzeit, was können die wohl erzeugen, und dementsprechend kann ich im Prinzip wie auch ein ganz normales Kraftwerk meine Erzeugungskapazität für den Strommarkt anbieten. Schlussendlich funktioniert er ja so, dass man natürlich physisch irgendwo Strom anlegt, aber ganz am Ende ist es ja eine virtuelle Abgrenzung von Energiemengen, und deswegen funktioniert ein virtuelles Kraftwerk so gesehen genauso wie ein normales Kraftwerk. Es bietet eben Energiemengen zu bestimmten Uhrzeiten und Zeitpunkten an, und das kann das virtuelle Kraftwerk dann eben durch die Verbindung dieser ganzen dezentralen Anlagen auch liefern. Genauso gut ist da aber auch die Vermarktung im Sinne von Regelenergie möglich. Jetzt mag man sich erstmal die Frage stellen, ja, Regelenergie bedeutet ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt anzubieten, jetzt Energie zu erzeugen oder jetzt einen Verbrauch zu erzeugen. Wie ist es denn mit Windkraftanlagen und Solaranlagen? Das ist ja teilweise schwankend oder vor allem schwankend dann eben je nachdem, wie die Natur sich verhält. Und da kann man eben sagen, deswegen gibt es diese Biogasanlagen, deswegen gibt es die Blockheizkraftwerkanlagen mit in diesem Gesamtportfolio, sodass man im Zweifel immer mal noch schnell was anderes dazuschalten kann. Das vielleicht Wichtigste am virtuellen Kraftwerk ist eben die ständige Datenverarbeitung in dieser Datenzentrale, in dieser zentralen Leitwarte. Denn worum geht es ja? Man muss ständig prognostizieren, wie werden sich wohl die Strompreise an der Börse entwickeln, wie wird sich wohl die Erzeugungskapazität von uns entwickeln, also zum Beispiel auch Wetterdaten, wann wird wo wie viel Wind sein, wann wird wo wie viel Bewölkung sein, damit vielleicht auch die Solaranlagen entsprechende Leistung bringen können oder eben nicht bringen können. Und wie wird sich eben auch der Verbrauch irgendwo am Markt entwickeln, zu welchen Zeitpunkten wird wohl wie viel gebraucht werden, damit man eben immer das beste Angebot liefern kann und die Energie eben schon mal langfristig als Regelenergie anbieten kann und sie dann eben vorhalten muss, oder ob man eben das Ganze an der Strombörse im Spotmarkt kurzfristig anbietet als eine spontane Korrekturenergieleistung, wenn eben zum Beispiel irgendwelche Bilanzkreisverantwortlichen Veränderungen im Verbrauchsverhalten gefunden haben und deswegen ganz kurzfristig Energie brauchen. Die größten virtuellen Kraftwerksanbieter in Deutschland haben tatsächlich tausende dezentrale Erzeugungsanlagen miteinander vernetzt und können dementsprechend auch richtig viel Energie und richtig flexibel richtig viel Energie anbieten. Das war es heute auch schon mit Erklärung. Was sind virtuelle Kraftwerke? Habt ihr irgendwelche Fragen? Dann stellt die in den Kommentaren. Ansonsten like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.